Willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3, wo wir uns Steinchen auf die eigenen Füße schmeißen und dabei fröhliche Lieder singen. Wir sind hier auf dem Weg in die Cathedral of the Deep, die Kathedrale der Tiefe. Hier ist ein Titanite-Wurm. Ich werde die von jetzt ab Titanite-Wurm nennen, damit die Verwirrung auch mal ein Ende hat. Wir suchen immer noch das Bonfire. Ich habe jetzt direkt angeschlossen. Es ist nicht derselbe Tag, aber ich habe einfach das Safe Game direkt hier weitergemacht beim letzten Mal. Das heißt, wir haben jetzt auch nur noch 3 Estus-Flaschen. Wir werden hier wahrscheinlich aber auch nichts mit signifikant weniger ankommen können, weil am Anfang ja auch diese schwierige Szene da im Weg ist. You don't deserve this. Als Thema für diese Folge habe ich mir was überlegt, was ein bisschen inspiriert ist davon, dass ich gerade einen Podcast gehört habe, in dem Peter Singer interviewt wurde. Das ist ein australischer Philosoph, der in Princeton eine Professur hat. Oh, shit. Und der mit Deutschland auch so ein bisschen ein spezielles Verhältnis hat, weil er in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann er angefangen hat, kann auch in den 70er Jahren schon gewesen sein, aber jedenfalls in dieser Gegend, in dieser historischen Gegend herum, noch ein Titanite Chart, wir saufen den Titanite Charts. In dieser Gegend, und das hat er auch in diesem Podcast erzählt, und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, seinen Sinn für moralische Fragen entdeckt hat. Bevor ich jetzt weiter über Peter Singer rede, will ich einmal hier die Verbindung zu unserem Thema hier schlagen. Hier geht es ja um die Anwendung des Stoizismus in der Hoffnung, noch einer, okay, in der Hoffnung, dass wir damit Rückschläge besser verdauen können. Und dieses Anwenden einer Philosophie, das ist ja für gewisse Leute ein bisschen anrüchig. Oder was heißt gewisse Leute? Also das ist ein bisschen wie You Bastard Hand. Alles verwirrend. Das hat ein bisschen was von diesem Begriff des herabgesunkenen Kulturguts. Also diese Idee, dass Philosophie eine hehre Wissenschaft, weiß ich gar nicht, aber eine hehre Form des Nachdenkens ist und des systematischen Auslotens von Weltgegebenheiten oder moralischen Fragen oder was auch immer das philosophische Thema ist. Das ist ja breit gefächert. Und dass die praktische Anwendung eigentlich so ein bisschen unter der Würde der Wissenschaft ist. Also dass die Frage, was macht man mit den Erkenntnissen der Philosophie, nicht die Aufgabe des Philosophen ist, das sich zu überlegen. Und jemand, der das macht, und deswegen hat auch der Stoizismus so ein bisschen diesen Ruf, ist eher so Lebenshilfe, Coach und kein richtiger Philosoph. Ich sehe das ganz anders. Aber ich glaube, dass das auch Peter Singer möglicherweise ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, um auf den zurückzukommen. Die Story, die er erzählt hat, ist, dass er, als er in Oxford in der Uni angekommen ist, er einen Studienkollegen hatte, mit dem zusammen er in dieser Anekdote in die Kantine gekommen ist, und dann gab es zur Option Spaghetti mit einer Fleischsoße und einen Salat. Und Peter Singer hat sich für die Spaghetti entschieden und der Freund hat nachgefragt, bist schon verdorben, weil ich es zum ersten Mal erzähle. Peter Singer hat es perfekt erzählt. Die haben also gefragt, was gibt es zu essen? Und dann war die Antwort, ja, Spaghetti mit einer Soße und Salat. Und dann hat der Freund gefragt, ist die Soße mit Fleisch? Die Antwort war eben ja. Also es war eine, war viel Herzflöten gegangen durch diesen Bloodloss. Ist jetzt auch gar kein Weg, darauf zu kommen. Mal wieder. Und dann hat der Freund sich gegen diese Soße entschieden, weil da Fleisch drin war.
beziehungsweise gegen das Spaghetti-Gericht. Und Peter Singer hat ihn gefragt, warum kein Fleisch, war ja auch in der Zeit damals nicht annähernd so populär und verbreitet wie heute. Und hat eigentlich erwartet, dass jetzt irgendwie so ein quasi esoterische Auskunft kommt, ich respektiere das Leben, ich kann nicht. Und stattdessen hat der Freund einfach nur gesagt, ich bin nicht einverstanden damit, was den Tieren angetan wird. Und das war wohl für Peter Singer so ein bisschen die Initialzündung, was, wenn man weiß, wer Peter Singer ist und was sein Einfluss ist, total faszinierend ist, weil man irgendwie denkt, da muss was ganz Tiefes dahinter stecken, und dann stellt sich raus, nö, der war nur einfach mal beim Essen, und dann hat ein Bekannter gesagt, ich finde das nicht gut, was mit Tieren passiert. Und wenig später ist Peter Singer mit seiner Frau, sind beide auch Vegetarier geworden. Und Peter Singer, um das für die, die es nicht wissen, noch hier anzuschließen, hat von da aus, der ist Moralphilosoph, also er beschäftigt sich mit den Fragen von richtig und falsch, woher kommt richtig und falsch und woher wissen wir, was richtig und falsch ist. Und eine der wichtigen Richtig-Falsch-Fragen, mit denen sich Peter Singer sehr beschäftigt hat, ist Tierwohl. Darf man Tiere töten? Darf man überhaupt töten? Wen darf man töten? Wann darf man töten? Wofür darf man töten? Also aus welchen Motiven darf man töten, um zu essen? Das ist ja die zentrale Frage im Tierwohl. Und da sehr radikal geworden ist, weil er, das wäre jetzt zumindest sein Anspruch, ich nehme an, es gibt auch Leute, die das bestreiten würden, aber er würde das sicher so sehen, weil er einfach den Gedanken bis an ihr Ende gefolgt ist. Das ist eh eine schwierige Frage, ob es auf so Fragen objektive Antworten gibt oder ob da auch immer ganz viel kurz hier ein bisschen. Ach, okay, das ist vielleicht nicht lange schon wieder passiert. Ja, das jetzt ohne Estus, dann hole ich mal auf jeden Fall noch dieses Item hier, damit wir unten nicht. Huch, Saint Tree Bellwine, okay. Keine Ahnung, was das ist. Ja, es macht eh keinen Sinn, ich komme hier nicht raus. Und der Bloodloss wird mir gleich den Garaus machen. Natürlich ich wollte gerade sagen, wir könnten höchstens gucken, ob es ein Heilungs-Item gibt, was den Bloodloss wieder wegmacht, aber das hat sich dann erledigt. Peter Singer ist dabei zu ganz radikalen Ansichten gekommen. Er hat unter anderem, wenn man es zugespitzt ausdrückt, wenn man der Meinung ist, und der Meinung kann man sein, dass man Tiere umbringen darf unter bestimmten Umständen, um sie zu töten. Und dabei aber, also die Frage ist immer nicht, darf man das legal, sondern die Frage ist, darf man das und ist dann trotzdem ein guter Mensch in einem moralischen Sinn? Und seine Antwort ist ja, das geht. Aber wenn man das zulassen will, dann muss man auch Kinder noch nach der Geburt abtreiben können. Man kriegt das nicht, man kriegt sich die Erlaubnis, kann man sich nicht holen, konsistent, ohne sich andere grauenvolle Dinge zu erlauben, bei denen man ganz starke Intuitionen hat, dass man das nicht möchte. Und dann natürlich muss man fragen, also es gibt ja keine objektive richtig-falsch, sondern es gibt nur eben diese moralischen Intuitionen und das Durchdenken, damit man das konsistent hinkriegt. Das ist sozusagen der Objektivitätsteil, dass man versucht, diese moralischen Dinge miteinander konsistent zu kriegen. Ei. Ja, da kommt davon, wenn man zu viel redet dabei. Da habe ich jetzt gar nicht gemerkt, dass ich schon so kaputt war. Das waren auch ein bisschen zu viele Hunde. Ja, das funktioniert so bedingt. Komplizierte Dinge erklären und dabei komplizierte Dinge machen. Und da ist dann sehr schnell die Bandbreite des Hirns ausgeschöpft. Der Vorteil natürlich, wie immer, jetzt ist auch schon alles egal. Jetzt ist sowieso alles weg. Ich weiß zum Glück nicht, wie viel es war.
fürchte ein bisschen, dass es mehr war, als mir lieb wäre. Das hat schon mal besser funktioniert, das hätten wir gleich so machen sollen. Also ich bin ein bisschen verwirrt, dass hier so lange kein Bonfire kommt. Das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Wir haben mit Sicherheit irgendwo... Ach, nee, Moment. Erstmal hier noch einen Blick reinwerfen. Genau, hier war noch eine Tür, die wir nicht geöffnet haben. Irgendwo muss ein weiteres Bonfire sein, das... Kann ich sonst nicht glauben. Gucken wir mal, was hier dahinter ist. So, und jetzt habe ich auch durchs Sterben. So ist das ja. Wenn man stirbt, verliert man komplett den Faden. Oh, das Kircheninnere ist hier dahinter. Sieh ich mal an. Ah. Da haben wir es doch. Gut. Hätten wir das früher gemacht, wäre uns Kummer erspart geblieben und wir hätten noch eine Peitsche. Wir hätten noch 10.000 Seelen. Ja, die moralischen Fragen, die Singer erörtert hat, wie gesagt, haben ihn zu einer kontroversen Figur gemacht, haben ihm massive Kritik eingetragen. Vor allem, nicht nur, aber vor allem auch in Deutschland. Er selber in diesem Interview, das ich da gehört habe, sagt, dass das zumal zu der Zeit damals auch dran gelegen haben wird, dass die Deutschen sich von den Verbrechen ihrer Vorfahren, die ja noch gar nicht so weit entfernte Vorfahren waren damals, das waren ja eher noch die Elterngeneration oder bestenfalls die Großelterngeneration, also von den katastrophalen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs distanzieren wollten, indem sie dann versucht haben, kompromisslos eine alles Leben ist gleich wertvoll Haltung durchzusetzen. Und das ist auch ganz wichtig, jetzt haben wir den Shortcut verpasst, also das funktioniert nicht mit diesem Reden, ich mache nur Blödsinn, wir wollten ja gar nicht hier rauf, scheiße. Das ist jetzt eine schöne Pointe. Das war schon falsch, glaube ich. Zum Glück rechnen sie damit in der Richtung nicht, da kommt man leichter durch. Beziehungsweise sind nicht so programmiert, dass sie einen daran hindern können. Ist irgendwie ein Tag vergangen. Okay, jetzt gucken wir mal, was hier noch ist. Ich habe vollkommen den Faden und die Orientierung verloren. Ich weiß, dass wir nicht durch diesen Friedhof müssen. Ich glaube, das zu wissen. Aber ich weiß nicht mehr, wo diese Abkürzung war. Das Crest Shield, das hat sich insofern gelohnt. Aber bringt uns auch nicht weiter. Das war auch weiter unten, war ja auch nochmal so ein kleiner Seitenweg, wo es was zu holen gab. Das könnte man. Ach so, hier können wir jetzt gar nicht. Natürlich nicht. Aber hier kommen wir zurück. Oh, Jemine. Okay, auch das war wieder falsch. Wir hätten doch da oben durchgemusst. Thank you.
denn mit meinem Schild los? Warum funktioniert das denn nicht? Das gibt's doch nicht. Also beziehungsweise es funktioniert ja, aber dann eben auch andauernd mal nicht. Da. Warum hat es da jetzt nicht funktioniert? Unklar. So, in dem ganzen Chaos habe ich jetzt wirklich komplett den Faden verloren. Es ging um die Frage, wie man Philosophie praktisch anwendet und was das für Reaktionen auslöst, und damit verbunden auch um die Frage, wie das Verhältnis eigentlich ist von Expertentheorie und Praxis. Das ist natürlich ein Thema, das wir, und ich merke auch schon, während ich hier Tierchen totschlagen muss, können wir das auf gar keinen Fall verhandeln, in aller Tiefe. Aber wir können noch ein bisschen dran kratzen und gucken, was runterrieselt. Hier ist es. Da wäre das auch geklärt. Bis zum nächsten Mal, wenn ich es dann wieder vergesse. Was war das? Man weiß es nicht. Also wir haben ja so eine Arbeitsteilungssystematik im Kopf, glaube ich. Der Philosophie, der Philosoph ist fürs Nachdenken zuständig und hat uns nicht in unseren Alltag reinzureden. Der Experte ist für seinen Fachbereich zuständig und hat uns nicht in andere Fachbereiche reinzureden. Das sehen wir ja auch gerade in der Covid-Krise in beiden Richtungen. Das ist nämlich das was anderes, ein anderer Aspekt, der mir begegnet ist. Ich habe ja Neurowissenschaften gemacht jahrelang und mir ist Carl Friston sehr bekannt. Das ist ein Mathematiker, der mathematische Analysemodelle, ich weiß nicht, ob er Mathematiker ist, aber der hat auf jeden Fall mathematische Analysemodelle gemacht und ist Neurowissenschaftler. So, seine genaue Ausbildung weiß ich gar nicht. Ist aber auf jeden Fall sehr theorielastig und gilt auch in Fachkreisen als ein bisschen esoterisch, was er da so an Modellen und Theorien gemacht hat. Die Modelle, die er macht, basieren auf dem sogenannten Prinzip freier Energie. Das hat er sich aus der Thermodynamik geholt, wo das auch schon, Thermodynamik ist ja auch notorisch merkwürdig in ihren Aussagen. Hier haben wir noch ein Goodie. Das ist jetzt alles so ein bisschen noch eine verrostete Münze. Das ist jetzt alles so ein bisschen kopflos, was ich hier mache gerade. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es nirgendwo so richtig weitergeht. Does not open from this side. Aber hier geht es noch weiter. Aber noch mal direkt einen Überraschungsangriff. Hab ich doch richtig gehört. Da wirft noch einer mit was. Eieiei, Kamera. Wieder üble Streiche. Der steht so dämlich, dass meine Geschosse da gar nicht drüber. Ja, also ich merke gerade zwei Dinge. Wie ich schon gesagt habe, Theorie und Praxis vertragen sich hier nicht so sonderlich gut, weil die Praxis doch sehr von der Theorie ablenkt. Aber wenn schon, dann muss ich mir, glaube ich, vorher eine Stichwortliste machen, weil durch diese Ablenkung, wenn dann wieder plötzlich eine Attacke kommt, ich dann schon ganz gewaltig den Faden verliere. Und hoffen wir mal, dass das jetzt keine bösen Folgen hat, dass wir den einfach links liegen lassen. So wie ich das Spiel kenne, wird es böse Folgen haben, weil der jetzt gleich wieder von der anderen Seite anfängt zu schießen. Aber mal gucken. Wo sind wir hier? Das ist alles ein bisschen unschön. Weil ich ja schon weiß, dass hier Gegner mit
Bogenlan. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo kommen die denn alle her? Was? Hilfe! Aufhören! Was ist denn hier los? Estus ist alle. Was ist los? Ah, oh, hört. Nein, das gibt's doch nicht. Wie ist denn das jetzt passiert? Es war alles leer und plötzlich sind da vier Gegner aus dem Nichts. Habe ich was übersehen? Entweder oder das Spiel bullshittet schon wieder. Aber das ist ja eigentlich nicht die Dark Souls Methode. Das machen ja andere Spiele ganz kurz orientieren, wo wir jetzt hier eigentlich sind und wie wir da wieder hinkommen. Das ist dieses Gelaber. Das ist tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Also hier runter. So viel ist schon mal klar. Und dann möglichst nicht schon wieder Bloodlust von diesem Wurmgetier anfangen. Wenn man sich das vermeiden lässt. Es lässt sich vermeiden. Sehr schön. Ja, der Punkt, den ich gerade machen wollte, ist, wenn ich irgendwas mit Substanz erzählen will, dann ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, dass ich eine Stichwortliste habe, um den Überblick zu behalten, während die ganze Zeit auf mich eingeprügelt wird. Ich könnte jetzt sagen, erstaunlicherweise, aber es ist natürlich überhaupt nicht erstaunlich, ganz schön schwer ist. Ja, beim dritten Mal ist er dann so weit hinten. Durch meine Angriffe so weit nach hinten geschubst, dass ich nicht mehr drüber komme. Gut, dann lassen wir dich mal da oben stehen und versuchen herauszufinden, was hier eigentlich gerade passiert ist. Na! Das war jetzt unnötig heftig reagiert, weil das sind ja, glaube ich, nur 2000 Seelen oder was. Das ist ja gar nicht so schlimm. Aha. Hier ist wahrscheinlich schon mal einer von den Überraschungsangreifern von gerade. Hier unten sind auch. Zumindest das Weiße, das ist bestimmt irgendein. Statusänderung, die mich in irgendeiner Form schwächt oder schlechter macht. Ja, also Stichwortliste, um beim Thema bleiben zu können. Wir versuchen jetzt trotzdem noch, dass zumindest. Aha, da kommen die her. Das ist ja Unfug. Was? 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 Was soll denn das? Ich weiß nicht, wo diese Feuerbomben herkommen. Die Kamera erlaubt mir auch nicht so richtig rumzugucken.
wahrscheinlich, weil ich hier schon auf einer Schräge bin, komme ich nicht mehr so richtig nach oben. Bogenschütze, eieiei. Her. Allmählich klärt sich die Sache. Weiß ich immer noch nicht, wo die Bomben herkamen, aber vielleicht waren das ja die beiden Gegner, denn es hat aufgehört, Bomben zu regnen, seit die tot sind. Das haben wir erledigt. Das ist offensichtlich ein Abgrund, in den wir lieber nicht fallen sollten. Gehen wir mal vorsichtig weiter in der Richtung. Bogenschützen. Yippie! What fun! Zweimal getroffen. Ach Mann. Ihr seid Nervensägen, mein lieber Scholli. So, jetzt du noch. Vielleicht. Puh. Okay. Da ist ein Blutfleck und ich ahne auch warum. Da fällt man runter. Hier ist noch ein Goodie. Also das ist alles schon wieder... Na klar. Bloodstains, okay. Be wary of up. Hätte ich es mal vorher gelesen. Und schon wieder Sackgasse. Oder das Spiel möchte, dass wir darüber springen vielleicht. Obwohl es da oben auch nicht weitergeht, wie es aussieht. Gucken, was der Bloodstain sagt. Der Bloodstain sagt Absturz, ja. Das denke ich mir. Aber es muss ja, also gut, es muss natürlich nicht weitergehen. Es gab ja auch schon ein, naja, so ein richtig gutes Item. Es waren ja, glaube ich, eher Verbrauchs-Items. Ah, da geht's weiter. Ist das schon wieder alle? Machst du denn schon wieder? Spielfigur, das gibt's doch nicht. Was war das denn jetzt? Also manchmal ruckelt es auf eine Weise, die mich ein bisschen an tatsächliche Frame Drops und nicht Reaktivität denken lässt. Ich drücke auch manchmal den Attack-Button, ohne dass was passiert. Ich weiß nicht genau, ob das... Vielleicht drücke ich auch nicht richtig, aber es wirkt ein bisschen so, als wäre das Spiel auch nicht ganz in der Lage. Also, beziehungsweise als wäre meine Xbox nicht ganz in der Lage, das Spiel zu handeln. Ich versuche mal gerade... Wir haben ja hier noch diese beiden Türen, die wir nicht aufkriegen. Ich versuche mal gerade
es war eine sehr merkwürdige Geistererscheinung, zu verstehen, wo die eigentlich hin sich verbinden, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Und wo wir da eigentlich landen, relativ zu diesen Türen. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann sind die Türen auf der unteren Ebene von schon diesem großen Gebäude, an dem wir uns da entlang arbeiten. Also wahrscheinlich kommen wir da ganz am Ende dann unten hier wieder raus. Mal sehen, ob es stimmt. Puh. Okay, das ist so allmählich, es ist so ein bisschen viel Gewühle mit wenig Ergebnis, was ja auch in der Nachricht stand zu Quagmire. Ein neuer Sumpf, ein metaphorischer Sumpf diesmal. So, zurück zum Expertenthema, damit wir hier nochmal auf den grünen Zweig kommen. Die Stoiker, wie gesagt, ein bisschen umstritten, weil sie moralphilosophisch immer wenn ich anfange, irgendwas erzählen zu wollen, das ist jetzt sowas. Könnte glatt den Eindruck haben, diese Monster seien irgendwie geistfeindlich. So, jetzt mal hier als allererstes. Damit uns keiner in den Rücken fällt. So schön ausgewichen auf den letzten Metern. Es ist nicht zu machen. Okay. Dann schießt du deine. Nein, 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 nein. Ja, was können uns Experten sagen? Ich versuch's mal. Wahrscheinlich. Ich meine, was heißt wahrscheinlich? Ich weiß ja genau, was jetzt kommt. Und gleich stehe ich wieder vor diesem Feuerbrüter da oben. Und wenn ich überhaupt. Okay. Ich hatte gerade von Carl Friston gesprochen, der diese neurowissenschaftlichen Modelle entwickelt hat, die, wie gesagt, auch unter Neurowissenschaftlern so ein bisschen umstritten sind, weil die aus der Thermodynamik sich bedienen und die Thermodynamik selber schon eine Wissenschaft ist, die einen manchmal so ein bisschen esoterisch anmuten, so ein bisschen esoterische Anmutungen entwickelt. Und seine Verwendung davon mit diesem Free Energy Principle in the Brain, wie er das nennt, also freie Energie im Gehirn, das hat irgendwas mit Bewusstsein zu tun und dann ist die bewusste Entscheidungen sind dann nur möglich, wenn man freie Energie ist. Es ist, wie gesagt, es kann schnell ein bisschen esoterisch klingen. Und der hat sich jetzt gerade, um hier endlich mal zum Punkt zu kommen, unter all dieser Gewalt, in die Covid-Modellierung und wissenschaftliche Debatte eingeschaltet und seine eigenen Modelle vorgebracht und auch eine es ist Teil einer wissenschaftlichen eines Panels. Es gibt ja diese Beratung, dieses Beratungsgremium in Großbritannien, das die Regierung bei so Dingen wie diesem aktuellen Gesundheitsnotstand wissenschaftlich
informiert und unter. Komm, 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 komm. Ja! Ach, die kleinen Freuden. So. Das ist die Frage, ob es überhaupt lohnt, hier runter zu gehen oder ob der Mensch mit dem Quagmire recht hat, weil, wenn ich das richtig sehe, da unten sind, ist er nicht schon wieder runterfallen. Was ist denn hier los mit der Steuerung? Wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch eine Sackgasse. Das ist ja, wo wir vorhin gestorben sind. Die Seelen sind das natürlich futsch. Das ist zwar ein Item. Und dieser Kleriker, der da angebetet wird. Aber ob es sich wirklich lohnt, uns jetzt durch den ganzen Kladderer da statt zu wühlen, nur um... Weil hier kommen jetzt wieder die von oben runtergefallen und dann sind da diese Bogenschützen und das ist alles schon nur für dieses eine Item da. Andererseits, irgendwann muss es ja weitergehen. Tja. Er wirft hier definitiv mit Feuerbomben. Aber woher? Und was ist jetzt passiert? Ist vom Dach gefallen. Das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Ist doch nicht zu glauben. Oh, ist das ein Elend. Ja, war eindeutig. Also ist meine taktische Schwäche, denn ich weiß ja, dass da diese drei Bogenschützen sind und dass diese vom Dach fallenden sehr, sehr nervig sind und sehr viele Angriffe hintereinander und auch verschiedene Angriffe ausführen können. Ich weiß nach wie vor nicht, wo die Feuerbomben herkommen, aber irgendwer wirft auch die. Das heißt, ich darf einfach nicht so sorglos da rumspazieren. Es ging jetzt hier um nichts. Also, Fristen, es ist ganz lustig vielleicht, dass meine Versuche hier theoretisch was zu Experten und Laien zu sagen, ähnlich meandernd und immer wieder gegen große Widerstände anrennend verlaufen wie das Spiel selber. Das ist ja dann so eine Art Gesamtkunstwerk. Und wir kommen, ich verspreche es, wir kommen noch zu irgendeinem Schluss. Und wenn der Schluss nur ist, es klappt nicht. Wir können nicht über solche komplizierten Dinge reden. Fristen hat sich in die Covid-Debatte eingeschaltet. Ist wie gesagt Teil, es gibt dieses SAGE. Ich habe vergessen, wofür das Akronym steht, aber es hat irgendwas mit... Kurz nachdenken, SAGE ist da irgendwo vielleicht Epidemiology im E vielleicht drin. Es ist auf jeden Fall dieses Expertengremium, das die Regierung berät, wenn eben sowas wie diese Covid-Pandemie auftritt. Und Carl Fristen ist nicht Teil von SAGE, sondern Teil von Alternative SAGE. Einer, das ist irgendwie so auch ein bisschen der Zeitgeist. Es gibt schon ein Expertengremium und dann gibt es aber die anderen Experten, die auch mal was sagen wollen. Da hatten wir in Deutschland ja auch eine Reihe von. Und das ist eigentlich das interessante Thema, an das ich die ganze Zeit schon hänge. Und diese schlimmen Gestalten hier mich von abhalten. Denn die Frage ist ja, darf ein Carl Fristen, der... Vorhin habe ich behauptet, ich wüsste nicht, was sein Hintergrund ist. Jetzt kommt mir gerade vor, als wäre er vielleicht Physiker. Das würde auf jeden Fall Sinn geben. Sowohl was sein Selbstbewusstsein angeht. Ich bin ja auch Physiker, ich kann das beurteilen. Wir Physiker sind bilden uns sehr viel ein auf unsere analytischen und Modellierungsfähigkeiten. Und die wendet er auf einen Bereich an, in dem er eigentlich keine Ahnung hat. Epidemiologie. Das gibt er auch offen zu, dass er da keine Ahnung hat und dass er wie viele andere... wie auch ich, natürlich durch diese umfassende Natur von dieser Pandemie da reingesaugt wurde und dann angefangen hat, seine Expertise auf diese Pandemie anzuwenden. Das ist ganz interessant. Der Bogenschütze ist jetzt, glaube ich, runtergekommen. Aber solange er uns ignoriert, soll mich das nicht weiter stören.
Es ist so mühsam. Mist. Und wahrscheinlich ist es alles für nix. Tja. Jetzt sind wir noch auf dem Weg hier. Ach, hör doch mal auf mit diesen blöden Pfeilen. Ist auch nicht mehr lustig. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist ein Timing-Problem. Jetzt habe ich immerhin verstanden, warum das so frustrierend ist. Der rollt sehr, sehr langsam aus, was mich zum Angriff verlockt. Und dann ist aber das Timing genauso, dass er mich dann in meinem Angriff durch seinen Angriff blockiert. Und dann natürlich hier wieder, ist klar. Eieiei. Ist das eine nervige Stelle? Ja gut, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt machen wir es auch zu Ende. Geklärt. Das ist keine Sackgasse, das ist natürlich sehr bedauerlich, außer wir finden jetzt hier einen Bonfire. Auch noch ein neuer Gegner. Und eine Falle. Ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich beim Angucken der Videos auch immer höre, dass ich bei den Attacken offensichtlich ganz instinktiv Button-Mashing betreibe und dadurch, glaube ich, auch viel weniger Kontrolle über alles habe. Das ist auch so eine... Oh Mann. Oh Mann. Ich werde wieder sterben. Kamera! Ist denn das die Möglichkeit? So, na, noch einer. Ich glaube, es hackt. Und noch einer. Und noch drei. Was ist das jetzt? Und immer noch kein Bonfire. Am ehesten nach Bonfire aus. Oh je. Und dann nochmal zwei von diesen Rabauken. Mhm. So sieht das also aus, wenn sie nicht angreifen. Eindruck.
Aber ein Pointless mit einer schönen Aussicht. Ich glaube, das ist der Turm, auf dem der Riese steht. Mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Ja, jetzt haben sich diese Experten in Covid-19 eingesetzt, unter anderem eben Carl Friston mit seinem Free Energy Principle Modell. Und die Frage ist, dürfen die das? Sollen die das? Wollen wir das? Und die Antwort darauf ist, wie auf viele dieser Fragen, glaube ich, keine einfache ist. Also sowohl als auch. Es ist natürlich... Ja, wir haben ja ein paar von diesen Kameraden auch im deutschen Raum, auf YouTube und anderswo, die alles anzweifeln und sagen, sie sind Lungenarzt und sie wissen es besser. Oder Statistiker, die mathematische Argumente anbringen, die mit der Realität dann nichts zu tun haben, die zwar mathematisch korrekt sind, aber nicht mit der Anwendung der Mathematik im speziellen Fall, weil sie davon halt als Statistiker nichts verstehen. Wo man sich dann natürlich zu Recht fragen kann, hat das einen Mehrwert oder hat das einen weniger Wert, falls es dort den Ausdruck gibt. Also machen die was kaputt dadurch, dass sie sich einmischen? Ich bin jetzt ein bisschen frustriert, weil ich hier jetzt so weit gekommen bin. Aber Estus ist leer, Health ist leer. Hier sind auch irgendwo noch die zwei runtergefallenen unterwegs. Und ich glaube, ich komme weder zurück noch vorwärts. Das heißt, wir werden. Da sind sie. Wir werden diesen Murks jetzt noch ein weiteres Mal machen müssen, weil ich hier gleich wieder die Seelen liegen lasse. Oder ich nehme einen Homeward Bone hier raus. Was aber auch unbefriedigend ist, weil davon kommen wir auch nicht weiter. Aber dann sind wenigstens die Seelen nicht hier verloren. Dadurch, dass die Folge jetzt auch schon ziemlich lang ist und ich ziemlich viel rummeandert, rumgelabert habe, ist das vielleicht die Lösung? Oder? Oh nein. Das wird mir aus der Hand genommen. Oder ich mache einen. Ah, diese Kamera! Kann doch nicht wahr sein. Also noch kann ich mich verkrümeln. Oder natürlich. Ganz neue Idee. Also das war keine gute Idee. Shit, 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 nein, nein, nein! Okay. Das geschieht mir jetzt. Naja, ich will nicht sagen, das geschieht mir recht, weil es ist tatsächlich... Also wo sind denn die Bonfire? Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt 8 Estus-Flaschen und das ist immer noch ganz knapp ausreichend, um überhaupt da hinzukommen. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwo... Übersehe ich doch irgendwo eine Abzweigung. So wie hier. Dieses Bonfire. Wo könnte noch eins sein auf dem Weg dahin? Jemine. Die Vorstellung, jetzt wieder an diesen ganzen Bogenschützen vorbeizumüssen. Nun ja. Ja, um noch einen Gedanken hier einzuflechten in das Wirrwarr, das ich da vor mich hin rede. Das Wichtigere bei der Einmischung als die fachliche Qualifikation, also Lungenarzt oder Physiker und neurowissenschaftlicher Mathematikmodellierer, ist, glaube ich, die Methodik. Also was man mit den Mitteln, die man hat, macht und für welche Aspekte der wissenschaftlichen Fragestellung man sich zuständig fühlt. Also worin man sich einmischt.
Das gilt übrigens, glaube ich, auch für Laienkritik. Es gibt ja genug Laien, die auch sagen, ich habe mich jetzt eingearbeitet und ich sehe gar nicht ein, dass die Schulen geschlossen werden sollen. Da sehe ich gar kein gutes Argument für. Und ich glaube jetzt nicht, es gibt ja dann auch Leute, die sagen, das darf man nicht. Die Epidemiologen haben das studiert. Die haben da Jahrzehnte Berufserfahrung. Deswegen soll man immer machen lassen. Das ist, glaube ich, die falsche Haltung. Das ist auch eine unwissenschaftliche Haltung, denn der Wissenschaft, klar, hat Autorität auch ihren Nutzen und ihren Wert. Aber letztlich geht es um die Sachfrage und um die Argumente und um die Logik. Und wenn die stimmen, dann ist es eigentlich egal, was derjenige, der es vorbringt, für einen Titel hat. Aber gleichzeitig ist immer die Gefahr, dass Leute, die sich für Experten in bestimmten Fragen halten, ihre eigene Kenntnis überschätzen. Und vor allem, wenn die dann Credentials haben, wie Friston ja zum Beispiel, der Professor an University City College London ist. University College kommt davon, wenn ich recherchiert vorher. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Uni heißt, aber an einer Uni in London auf jeden Fall, die irgendwie so ähnlich hat. Wir zwei Nervensägen. Ich würde auch gerne mal verstehen, wo diese blöden Brandbomben herkommen. Und wieder sind wir downed. Bis auf 4 Estus-Flaschen. Also, so wie das aufgebaut ist, würde ich jetzt mal hoffen. Dringend hoffen. Na klar. Dass das hier ein Ende findet. Oh je. Das war jetzt nicht klug. Glaube ich. Das ist genau der Punkt. Bei denen, das ist das Timing-Problem. Allmählich habe ich es verstanden, aber ich kann es noch nicht anwenden. Wenn die ankommen, halten sie kurz inne und wenn ich dann meine Attacke starte, dann ist das genau das Fenster, in die dann deren Angriff fällt, was mich dann aus meinem Attackeverlauf rausbringt. Und das wiederholt sich dann. Also, dass ich immer neuen Schaden nehme und die einfach nicht treffe. Okay. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ist das ein Gequäle. So, das ganze Experten-Laiengelaber. Um mal zum eigentlichen Thema dieses Video-Experiments zurückzukommen. Es geht ja mir hier um diese Frage, welche Schlüsse können wir aus den Erkenntnissen der stoischen Philosophen für unsere Lebensführung ziehen, für unser geistiges Wohlbefinden, für unsere Ruhe, Tranquility ist der Begriff, der da in den englischen Texten gerne auftaucht, also dieses sowas wie Ausgeglichenheit, aber mehr als Ausgeglichenheit, es ist diese Seelenruhe, glaube ich. Das wäre der entsprechende deutsche Begriff. So, jetzt aber bitte auch dann einen Bond. Jetzt hätte ich aber auch gerne eine Belohnung dann. So, ihr beiden könnt jetzt mal anfangen hier. Genau. Macht ihr nur. So. Bonfire, Bonfire, Bonfire. Ich wünsche mir ein Bonfire, eine schöne Bank. Können wir uns vielleicht hinsetzen? Die Aussicht genießen? Ist dieselbe Aussicht wie gerade schon? Bonfire!
Und auf eine Weise ist ja die interessante Frage, und das ist ja überhaupt eine Frage über die menschliche Kultur im Ganzen. Wie kann es sein, dass zwei römische Patrizier, ich weiß gar nicht, was der letzte offizielle Titel von Seneca war, aber eben Berater des Kaisers und ein tatsächlicher römischer Kaiser. Oha. Das kann jetzt aber eigentlich dann nicht der. Kann jetzt ja eigentlich nicht der Bossfight sein, weil wir so weit vom Bonfire weg sind. Das wäre entsetzliches Design. Plunging Attack. Das heißt, der fällt jetzt gleich von der Mauer, wenn wir hier uns unhöflich verhalten. Nehmen wir erstmal die Tür auf. In der Hoffnung, dass das einfach nur eine Tür ist. Manchmal ist eine Tür ja auch einfach nur eine Tür. Leuchten bedeutet, dass hier gleich ein Nebel kommt und der Bossfight startet. Möchte ich nicht hoffen, weil da bin ich jetzt überhaupt. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Okay. Was ist das denn für eine Groteskerie? Das ist jetzt entweder der Boss, den wir hier bekämpfen müssen, oder es ist jemand, mit dem wir uns unterhalten können. So sind diese Spiele ja konzipiert. Das halte ich auch für ungefähr gleich wahrscheinlich. Eieiei. Was immer das ist. Bringt was an Health mit. Es kann doch nicht sein, das muss doch hier irgendwo ein Bonfire sein. Oh, ist das furchtbar. Wenn der uns sieht, geht es uns schlecht. Was war erstes? Was ist los? Da rechts gleich an. Na, boah, das sieht schon nach Statue aus. Können wir hier vorbeigehen? Wahrscheinlich nicht. Aha. Hallöchen. Drei, vier, fünf, komm, noch ein paar Mal. Ja, genau, warum denn nicht? Guter Gott! Kann nicht sein. Es muss irgendwo ein Bonfire sein. Das ist ja nicht so. Stimmen. Das ist auch irritierend, dass dieses Bonfire hier so nah an dem anderen ist. Da ist ja nur der eine Raum mit den Hunden und den Bogenschützen dazwischen. Ja, die Frage nach Expertentum und so werden wir nicht mehr klären, aber ich wollte nur noch in den Raum stellen, einfach als Denkfigur vielleicht, ohne das aufklären zu wollen, dass eben ein römischer Kaiser zwar gerade die Aufnahme wieder
beendet hat eine Lücke. Ich habe jetzt mal während der Lücke nichts gesagt. Vielleicht kann ich es dann nachher rausschneiden. Dass ein römischer Kaiser uns heute noch was zu sagen hat und dass der Einfluss auf unser Leben hat, obwohl der römische Kaiser, wenn wir den in unsere heutige Welt werfen würden, das hat die Fantasy-Literatur ja auch oft genug gemacht. Catweasel wird jetzt offenbar, habe ich heute erfahren, mit Otto verfilmt. Ein etwas Moment. Aber dieser Topos, dass man irgendwen aus der Antike holt und in die Gegenwart wirft und der dann gar nichts versteht, ist ja verbreitet. Und obwohl das so wäre vielleicht, wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber es ist nicht ganz unplausibel, hat uns dieser Marc Aurel was über unsere Lebensführung zu sagen. Und auch da könnte man ja sagen, was maßt der sich an? Der ist römischer Kaiser. Was weiß der von meinem Leben in Solingen? Herrgott. Was versteht Marc Aurel von Dark Souls? Also, wir machen das jetzt wieder so, wie immer. Ich möchte meine Seelen wieder haben und dann können wir die Folge beenden. Jetzt taktische Überlegung. Ich versuche mal den Speedrunner-Trick. Ich weiß ja jetzt, wo alle sind. Eine gewisse kleine Chance, dass ich das überlebe. Nämlich betrachte ich das als Lehrgeld. Die große Kunst beim Runnen durch diese Massen von Gegnern ist übrigens das Stamina-Management. Man muss immer wieder mal zwischendurch aufhören zu rennen, sodass man nicht irgendwann gezwungen wird, aufzuhören zu rennen, weil die Stamina alle ist. Weil erstens dauert es dann länger, bis man wieder losrennen kann. Und zweitens ist das vielleicht ein Moment, in dem man gerade dringend rennen müsste. Das heißt, man muss zwischendurch immer wieder mal, wenn sich das gerade anbietet, ein bisschen. Ja. Das weiße Zeug sind auch irgendwelche Wurfgeschosse. Gut, also. Es ist ein bisschen nervig, aber es ist tatsächlich, man merkt es ja jetzt schon wieder, es ist tatsächlich so, dass durch Wiederholung die Sache. Kamera. Das darf doch nicht wahr sein. Nach so viel Entwicklungszeit, dass immer noch diese Lock-on-Kamera nicht mit der ihr gestellten Aufgabe fertig wird, ist ein bisschen ärgerlich. So, haben wir hier irgendwo eine Tür, die wir übersehen haben? Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Leiter, die mir entgangen wäre. Nö. Die beiden einen Selbstmord begehen. Und dann haben wir es gleich geschafft. Fürs nächste Mal bereite ich vielleicht, wie angekündigt. Was ist das denn jetzt wieder? Ja, das geschieht ja recht. Wo du jetzt auch immer hergekommen bist. Damit das nicht wieder so mehr andert, aber andererseits, wir müssen ja sowieso viel Zeit füllen, weil in dem Tempo, in dem ich hier vorankomme, das noch eine Weile warten, auf sich warten lässt, dass wir hier
das abschließen kann. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. So, wunderbarer Abschluss der Folge. Schnell noch die Goodies einsammeln. Und dann haben wir noch wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Ein Ember, schau mal an. Aber kein Bonfire. Und übrigens auch keine Plunging Attack. Auch das war wohl wieder eine Trollnachricht. Gut, wir haben noch drei Estus-Füllungen. Mit denen machen wir nächstes Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören bei einem Laien, der sich Gedanken über Frustration, Expertentum und alles mögliche andere macht. Bislang noch ein bisschen unzusammenhängend, aber ich glaube, wir kriegen da auch noch einen roten Faden rein. Ich glaube, diese ganzen Themen hängen zusammen und am Ende wird diese Tranquility sich als das herausstellen, was uns ermöglicht, zu unterscheiden zwischen dem Experten, der uns weiterhelfen kann, und dem Laien, der uns nur ablenkt. Und übertragen auf unser Leben zwischen dem Rückschlag, aus dem wir eine Lehre ziehen können und der uns weiterbringt, und dem Rückschlag, der uns einfach nur runterzieht. Mit diesen positiven Gedanken ans Runterziehen. Ab durch die Wand, raus aus dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.